Wir brauchen nicht nur unsere Oberleitungsmasten, um den Fahrdraht zu halten, sondern natürlich auch Masten, um mit dem Zug zu reden, Notruf zu übermitteln. All diese Sachen werden über diese Mobilfunkmasten der Deutschen Bahn übertragen. Willkommen im Projekt Stuttgart 21. Wir befinden uns hier am Standort Scharnhausen, direkt im Einflugbereich des Flughafens Stuttgart. Wir sind heute hier sehr früh vor Ort, weil wir hier einen Mast aufstellen, sodass wir hier einen Mast von 25 Metern Höhe haben, mit dem wir über GSMR den Zug ansprechen können. Ist ein bisschen schwierig beim Stellen, deswegen haben wir hier einen zweigeteilten Mast, den wir nicht zusammensetzen können, was wir sonst machen würden, weil wir sonst die maximale Bauhöhe, die wir hier im Endanflugbereich haben, überschreiten würden. Dann schauen wir uns jetzt mal an, wie so ein Mast aufgestellt wird. Wir arbeiten hier mit einem sogenannten Bohrfundament. Das heißt, wir haben hier ein 8 Meter langes Stahlrohr, 80 cm Durchmesser, im Boden verbohrt. Das Erdreich in diesem Stahlrohr wurde herausgehoben und entfernt. Und der Kern ist jetzt mit Beton aufgefüllt worden. Seitdem wir das Rohr gesetzt haben, hat er sich schon gefestigt und heute wird das letzte Stückchen aufgesetzt. Das ist ein spezieller Beton, der jetzt hier gerade angerührt wird, der sehr schnell härtet. Damit wir sicher machen können, dass der Beton der Güte entspricht, die wir erfordern bei der Bahn, haben wir hier sogar einen Kollegen mit dabei, der sein eigenes Labor mit hat und der jetzt hier eine Probe auch entnimmt, um sicher zu machen, dass wir den richtigen Beton verwendet haben, damit der Mast hinterher auch stehen bleibt. So, wir sind jetzt hier gerade dabei, den Mast vorzubereiten, der hier noch in zwei Teilen liegt. Hier ist jetzt die Erdung, der Blitzableiter sozusagen ist festgeschraubt worden am Mast. Und hier wird jetzt die Aufnahme fürs Mastlicht angeschraubt. Wir müssen natürlich im Einflugbereich des Flughafens, haben wir ja gerade gehört, hier fliegt es direkt oben drüber, müssen wir sicher machen, dass wir oben ein Blinklicht haben. Und durch die Höhe des Mastes müssen wir auch in der Lage sein, hier die einschlagenden Blitze in den Boden abzuleiten. Und das bereiten die Kollegen gerade vor. Jetzt haben wir das erste Mastelement gesetzt. Das ist jetzt hier gerade eingeschwebt worden, sitzt unten auf dem Beton. Und jetzt muss es natürlich noch eingerichtet werden, dass es absolut senkrecht steht. Dann werden wir den Raum zwischen dem Rohr und dem Mast selber, der wird dann mit einem sehr schnell härtenden Beton vergossen. Und wenn das trocken ist, was also unter einer Stunde nur brauchen wird, dann können wir das zweite Mastelement einheben und anschrauben. GSMR, der Mobilfunk, den wir bei der Deutschen Bahn und auch bei anderen Bahnen in Europa verwenden, ist eine eigene Frequenz, die wir im GSM-Band verwenden. GSMR, wie wir es hier bei der Bahn verwenden, ist natürlich nicht nur dafür da, um Kommunikation im Sprachband zu übermitteln, also sprich, dass der Lokführer oder der Zugführer mit dem Stellwerk reden kann. Wir verwenden diese Technik auch, um die Daten an den Zug zu übermitteln und vom Zug selber Daten zu empfangen. Denn wir wollen unsere Signale weglassen. Wir reden hier ja von ETCS. ETCS Level 2. Das heißt, wir müssen etwas haben, womit wir den Zugfahrer unterrichten können, wie schnell er fahren soll, ob die Strecke frei ist, wann er aufpassen muss, wann er reduzieren muss. Wir brauchen eine Möglichkeit, Notruf zu übermitteln. All diese Sachen werden über diese Mobilfunkmasten der Deutschen Bahn übertragen. Meistens sind wir mit den öffentlichen Anbietern auf einem Mast. Es kann aber passieren, so wie in diesem Standort hier, dass wir tatsächlich einen Mast haben, der nur für die Deutsche Bahn ist. Dadurch, dass wir hier einen so niedrigen Mast nur setzen dürfen durch den direkten Einflugbereich, macht das natürlich keinen großen Sinn für einen Mobilfunkanbieter, hier auf diesen kurzen Mast mit ranzugehen. Die Kollegen des Mobilfunks haben also ihren eigenen Mast etwas weg von der Bahnstrecke, außerhalb des Einflugbereichs. Und deswegen sind wir hier nur mit GSMR dran. Wenn wir uns überlegen, dass wir hier mit gewaltiger Geschwindigkeit über die Strecke brausen und dass wir nur überhaupt keine Signale mehr haben, dann ist das natürlich ein spannendes Thema. Wie lösen wir das denn, wenn mal so ein Sendemast ausfällt? Tatsächlich
ist die Auflage, die wir uns gegeben haben, dass wir eine Abdeckung haben, die doppelt ausgeführt ist. Das heißt, der Nachbarmast, der hinter mir steht, und der Mast, der hier vor mir jetzt käme, der nächste. Diese zwei Masten leuchten bis hierher und treffen sich hier. Also ich habe Empfang schon allein über diese zwei Masten. Diese zwei Masten selber sind angebunden an einen Controller, also sagen wir mal, die verbinden sich mit Stuttgart. Und dieser Mast, den wir jetzt hier errichten, wäre mit dem übernächsten Mast in einer Verbindung nach Ulm. Das heißt, selbst wenn eine große Station ausfällt oder ein Controller ausfällt, haben wir immer noch ein zweites System, was mit dem Zug reden kann. Jetzt sind wir fertig. Unterteil steht, Oberteil ist montiert. Wir freuen uns sehr. Wir haben jetzt ein Jahr hingearbeitet, um hier anzukommen. Das ist eine Zusammenarbeit mit den Kollegen von der DBKT, mit den Kollegen von der DB Infagro. Ich bin im PSU, also im Projektoffice, und vielen Kollegen, die uns von der Seite noch zugearbeitet haben als Planer, Statikprüfer und all die anderen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier so ein bisschen Einblick zu haben. Und falls ihr mehr sehen wollt, dann abonniert den Videokanal. Da gibt es mehr zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.